Weiter geht's mit Let's Play Final Fantasy 8. Erstmal direkt das Hit-Bericht erstatten. Und dann geht's ab in die MD-Ebene. Der Nova-Trupp meldet sich zurück. Ich habe von den Raketen erfahren. Ich wollte gerade die Evakuierung einleiten, aber die Sendeanlage scheint defekt zu sein. Chu, Rain und Fuyin sind unterwegs und warnen die anderen. Informieren Sie die übrigen und begeben Sie sich ebenfalls in Sicherheit. In Sicherheit? Ich habe einige Fragen an den Direktor und zudem muss ich noch aufs Scheißhaus. Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen. Wenn wir lebend herauskommen, können wir darüber reden, in Ordnung? Grüß. Direktor. Haben Sie Einwände? Irgendwie schon. Was werden Sie tun, Direktor? Ich werde an meinen Posten bleiben. Das hier ist wie mein Zuhause. Das dürfen Sie nicht, Sid. Den Garten kann man wieder aufbauen, aber Sie kann man nicht ersetzen, Sid. Direktor Sid. Bitte missverstehen Sie mich nicht. Ich möchte nur etwas ausprobieren. Vielleicht können wir den Garten retten. Oh Gott. Ich kann nicht mal 3 Schritte gehen. Was will er denn jetzt noch tun? Haha, ich bin wohl zu alt dafür. Allerdings, was haben Sie vor? Vielleicht kann ich helfen. Warum Sie? Warum? Weil der Direktor es wahrscheinlich nicht schafft? Weil ich nicht weglaufen will? Weil es mir dieser Ort wichtig ist? Weil ich an eine Lösung glaube, weil dies auch mein Zuhause ist. Na, das alles empfinde ich gerade. Ich will es aber nicht im Einzelnen erklären. Meine Gefühle spielen jetzt keine Rolle. Ja, was lasst ihr? Genau wie Christus es mir berichtet hat. Ihre Gedanken ordnen und sie anderen mitzuteilen, scheint wohl nicht ihre Stärke zu sein. Sowas nervt einfach. Worüber reden wir eigentlich? Etwa über mich? Direktor, was müssen wir wo an welchem Ort machen? Dieses Gebäude war ursprünglich eine Art Schutzbunker. Er wurde später zum Garten umgebaut. Mit diesem Schlüssel entriegeln Sie den Aufzug. Wenn Sie das Schloss entriegelt haben, gehen Sie in die MD-Ebene. In der untersten Etage der MD-Ebene soll eine Steuervorrichtung stehen. Sie soll eingebaut worden sein, als dies noch ein Bunker war. Ich habe sie noch nie gesehen. Auch weiß ich nicht, wofür sie gut sein soll. Ah, okay. Diese Vorrichtung wurde zusammen mit dem Bunker gebaut. Vielleicht kann sie was gegen die Raketen ausrichten. Ich setze meine gesamte Hoffnung auf diese Apparatur. Das kann auch nur schief laufen. Ja, wo besser als Däumchen drehen. Ich habe verstanden. Ich werde in die ND-Ebene hinuntergehen und die Vorrichtung in Betrieb nehmen. Ach, Gott. Ich verlasse mich auf Sinova. Ich auch. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Dididim. Ja, erstmal Geld bekommen. Und da kommen sie, die Raketen. Aber was passiert natürlich? Zack. Stromausfall. Ich will hier nicht enden. Ja, ich auch nicht, besonders mit euch beiden nicht. Wir müssen den Ausgang finden. Drück.
Keine Reaktion. Dann wohl hier. Ach Mann, ich wollte dich gar nicht anquatschen. Ja, sehr schön, ey. Gott. Alter, ich stehe nicht mal in deine Richtung. Nora, los geht's. Die Ebene war lange Zeit unter Verschluss. Pass also auf. Okay. Na dann mal los. Jetzt kommt erstmal der Aufzug runter. Ne? Er muss zeigen, dass er ein ganzer Kerl ist. Komm, mach auf das Ding. Schön ist dir selber gegen die Oma hauen. Bam. Die Ölebene. Hier sind Gegner, die schwach gegen Hitze sind. Ja. Ja, haben wir. Ja, Elementangriff, bla bla bla, hast du schon erzählt, Mann. Ich weiß Bescheid. Gehen wir. Ah ne, jetzt war jetzt noch mal was mit Tasten drücken. Oh Gott. Lass mich mal hier ran. 10 Sekunden lang rapide auf Viereck drücken, um den Hahn zu öffnen. Beginnen, wenn der Text verschwindet. Okay. Krass, ey. Ich habe es erst einmal beim ersten Durchgang geschafft. Ohne Turbo-Controller. Ja, ausgerechnet mit der Pussy hier soll ich jetzt weitermachen oder was? Hätte ich lieber Quizisten genommen. Überhaupt mit so einem nicht PlayStation 2 Joystick oder nicht PlayStation Joystick, wie auch immer. Ich spiele ja sonst immer auf der PlayStation 2 Final Fantasy 8, weil es abwärtskompatibel ist. Aber jetzt hier so ein PC Joystick. Ich hoffe, ich komme schnell zum Speicherpunkt. Denn nach dem Speicherpunkt kommt ein Bossgegner und den wollte ich nicht mehr machen. Den mache ich dann im nächsten Part. Erzengel, hey. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. 10-mal. Nicht übel.
Eine Sackgasse. Wie, schon wieder eine Leiter? Wo endet das denn? Tja, da oben. Da ist ein Raum. Ja, ach nee. Nova, dein nächster Befehl. Muss ich etwa wieder entscheiden? Erstmal weitergehen. Ich schaue mich erst um. Ich schaue mich um. Ich werde erstmal vorgehen. Ihr beide wartet hier. Oh Mann. Was für ein Glück. Ja. Wenigstens habe ich hier alle die volle Ledermontur, also passiert mir auch nichts. Der Weg ist frei. Weiter geht's. Ja, ich nehme sie. Nova, ist hier nichts passiert? Ja, mir ist nichts passiert. Ich dachte schön, dass alles vorbei ist. Hast du das nicht auch gedacht? War ich knapp. War ein wenig knapp. Wirklich? Echt? Wir müssen uns beeilen. Die Raketen können jederzeit einschlagen. Jo. Also, weiter. Ja, mach das Ding hier up. Erstmal das Teil hier öffnen. Ja, und dann speichern und dann mache ich wahrscheinlich auch gleich Pause für diesen Part. Kann ja auch einen Versuch gegen den Gegner hier starten. Auch wenn es nicht sonderlich intelligent ist, das zu versuchen. Mit nur einem Charakter. Bang, einer pennt. Ah, das ist scheiße. Hoffentlich ist er jetzt nicht blind. Nee. Bang. Wenn sie pennt, ist natürlich leichter. So, einer ist tot.
Und jetzt verabschiedet sich der zweite. War doch ganz einfach. Keine Punkte bekommen. 16 mal magischer Stein, ey. Nicht schlecht. 20 Ability-Punkte. Siren beherrscht nun GFHP plus 20%. Brothers beherrscht Geistkopplung. Diablos beherrscht HP plus 20%. Ja. Karbunkel beherrscht Magiekopplung. Also, doch schon einiges gelernt. Wir müssen uns beeilen, die Raketen könnten jederzeit einschlagen. Ja, das faselst du hier schon seit einer geschlagenen halben Stunde. Und die sind immer noch nicht eingeschlagen. Selbst wenn ich hier noch 2 Stunden am Ort und Stelle stehen bleiben würde, würde nichts passieren. Dann noch ein wenig an den Kopplungen gucken. Ja, Siren darf jetzt doch mal ganz gerne Zustandsabwehr mal 2 lernen. Dann kommt er mit HP plus 40%. Er darf gerne Schatten lernen. Dann lernt er doch mal die HP-Kopplung. Und das war's dann noch schon wieder. Nochmal ganz kurz abspeichern das Ganze. So. Und das war's dann auch schon wieder von mir. Hab auch heute, denke ich mal, genug geschafft. War eine respektable Leistung. Ja, genug Parts jetzt gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Nova.